Hallo zusammen. Ja, die Haare sind voll. Wir sind hier heute bei der Physiotherapie, die wollen wir euch mal zeigen. Denn das Schisch-Krankenhaus bietet auch Physiotherapie an, vor allen Dingen für Kinder mit Entwicklungsstörungen. Und das wollen wir euch mal kurz zeigen. Und zwar einerseits gibt es hier die Physiotherapie für Erwachsene. Rückenschmerzen sind sehr, sehr häufig hier, genauso wie in allen anderen westlichen Regionen auch. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, das ist eine klassische Streckbank. Da kriegen die Leute ein Geschirr umgestellt um die Hüfte und dann werden hinten Gewichte dran gehangen. Und dann wird die Wirbelsäule auf Zug gebracht. Das macht man mit dem Gedanken, dass dann die Zwischenwirbelkörper wieder ein bisschen mehr Flüssigkeit bekommen, ein bisschen mehr aufgedehnt werden. In den westlichen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland oder USA, gibt es dafür so Inversionstische, wo man sich ein bisschen kopfüber dranhängen kann. Hat einen ähnlichen Effekt. Und jetzt gucken wir uns mal die Kinderphysiotherapie an. Hier sind die Physiotherapeutinnen jeden Tag fleißig am Arbeiten mit vielen verschiedenen Kindern mit Entwicklungsstörungen, unter anderem auch die kleine Apita, 7 Jahre alt, die hier fast täglich sehr, sehr fleißig daran arbeitet, konnte vor einigen Monaten fast noch gar nicht gehen und inzwischen, wie ihr hier auch sehen könnt, macht sie schon wieder ihre ersten Schritte und ja, die arbeiten jeden Tag für 1-2 Stunden, dass sie wieder gehen kann und arbeiten mit Bällen, wird geworfen, an halbknienden Positionen, in knienden Positionen und ja, in täglicher Arbeit. Eine unangenehme Wahrheit ist, dass hier in West Bengal, gerade unter der muslimischen Bevölkerung, ungefähr 50% der Ehen unter Verwandten sind. Also der Islam verbietet Ehen von Geschwistern oder von Geschwistern, aber der Islam erlaubt Ehen unter Cousinen und Cousins. Und etwa 50% der Ehen hier in West Bengal, gerade in der Gegend, sind unter Cousinen und Cousins. Und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit einer genetischen Erkrankung oder einer Entwicklungsstörung bei Kindern dramatisch, teilweise bis zu 10-fach, 14-fach, je nach Entwicklungsstörung. Und ja, das ist eine unangenehme Wahrheit und deshalb gibt es hier ein deutlich höheren Anteil an Entwicklungsstörungen unter Kindern. Aber es ist wie gesagt auch was, wo das Schisch-Hospital sehr, sehr viel Arbeit leistet, einerseits in der Aufklärung, was die Ehen angeht. Das ist natürlich was, wo man nur bedingt Einfluss drauf hat, wenn da die Religion im Vordergrund steht. Und vor allen Dingen aber für die Physiotherapie, für so Kinder wie die kleine Apita. Also, das war die Physiotherapie. Bis bald. Ciao. Danisha. Doma boyes koto. Bella, man boyes.